Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo von Dead by Daylight. Und ich habe das jetzt lange immer wieder gesagt und angekündigt, es ist endlich soweit. Ich bin Level 50, ich bin Prestige 1 und ich habe natürlich jetzt mittlerweile auch einige Blutpunkte gefarmt. Zwar nicht so viel, wie ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte 293.416, ich wollte so um die halbe Million farmen, aber irgendwie... Nee, ich mag nicht mehr warten. Und ihr seht, ich habe hier natürlich jetzt noch einiges an Opfergaben. Leider, die Perks alle hier, die ich gespielt habe, wird alles weg sein. Das ist nämlich auch immer wieder ein Thema und das habe ich auch schon in einem Infovideo gesagt. Das ist einfach nicht so, dass wenn man Prestige ist, gleich ein super Spieler sein muss. Es ist wirklich, dass man sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel investiert hat, vor allem in einen Char. Und ich dachte jetzt, wo ich endlich nach langem Prestige 2 machen kann im Blutnetz, das möchte ich euch gerne zeigen. Vielleicht haben das einige noch gar nicht gesehen. Und ihr seht, ich habe hier ganz normal unser Blutnetz. Und in der Mitte ist es natürlich neu. Da seht ihr auch schon den Totenkopf mit dem Prestige 2. Und ich könnte hier theoretisch jetzt einfach weitermachen. Also ich würde dann Prestige 1 bleiben, könnte das alles machen. Weiter die Perks holen und die Punkte vergeben. Ich werde aber nicht irgendwie auf Stufe 51 leveln. Das wird bleiben und das machen wir nämlich jetzt. Wir machen Prestige 2. Und ihr seht es ganz genau, setzt den Fortschritt für diesen Charakter auf Level 1 zurück. Und ihr kriegt ein neues Kleidungsstück, aber die Addons, die Perks, die Opfergaben und alles, das wird weg sein. Also es ist definitiv, so wie ich das schon immer gesagt habe, und wir erhöht leicht die Chance auf bessere Sachen im Blutnetz. Aber unsere erlernbaren Perks, also jeder Charakter hat ja zwei Perks, die er dann als lernbare für die anderen Charakter freischalten kann, die bleiben natürlich vorhanden. Und ihr seht, jetzt bin ich Prestige Level aufgestiegen, jetzt sind wir 2 auf Level 1. Und jetzt gucken wir mal kurz dann. Oben ist alles zurückgesetzt. Wir haben einen Ehrenpreis bekommen. Hautenge Leggings. Oh, zu zerreißen. Ja. Wenn ich jetzt hier raufgehe, ist wirklich genauso wie bei Level 1. Ihr seht, ich fange bei 0 an. Die Ausstattung, ich habe nichts mehr, was ich vorhin noch hatte. Also ich habe keine Perks. Ich habe auch nur einen Perk-Slot. Muss auch alles wieder freischalten. Jetzt habe ich ja glücklicherweise einiges an Blutpunkte gemacht und die werde ich jetzt nämlich hier mal schon verteilen. Natürlich bleibt dann zu hoffen, dass wenigstens einige Perks kommen, die uns ein wenig helfen, dann vielleicht die Vorwarnung oder so. Ich levele das jetzt einfach mal so durch. Ich habe das auch das letzte Mal gesagt, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenigstens einen anderen Char so weit zu kriegen, dass sie sagt, okay, mit dem kann ich dann eine Weile spielen, wenn ich meinen Main Char auf Prestige mache, damit der zweite Char sozusagen eigentlich die Blutpunkte holt, weil also ich war echt voll am Arsch. Also mit Meg war ich habe das sofort gemacht auf Prestige 1. Ich war regelrecht am Arsch. Ich war so gewohnt, mit Vorwarnung zu spielen und einfach anderen Perks, dass ich Opfergaben hatte, dass ich genügend Sachen hatte zum Mitnehmen. Das war echt, das war hart, wieder ganz bei Null anzufangen. Und ich habe jetzt eigentlich den Jake, habe ich noch ein bisschen gelevelt, der ist so, ich glaube, Mitte 30 im Level. Damit ich dann eigentlich mit ihm sonst auch spielen kann und der Mac hier noch die Punkte geben kann, falls ich jetzt da nichts Schlaues kriegen sollte. Im Moment sieht es gerade noch nicht so gut aus. Also das letzte Mal, als ich auf Prestige 1 gewechselt hatte, ich glaube, sie war Level 32, bis die Vorwarnung kam. Das war übelst. Dasselbe galt dann bei Jake, da wollte ich die Sabotage, das kam auch irgendwie Anfang 30 erst. Dunkle Wahrnehmung haben wir jetzt. Und die Punkte schwinden, es ist krass. Ich weiß nicht, ob das wird nicht reichen bis Stufe 15, dass wir wenigstens zwei Perks sozusagen frei hätten. Leider. Also mit knapp 300.000 bin ich jetzt gespannt, wie weit wir kommen. Niemals wird das reichen. Scheiße.
Das war wenigstens meine Hoffnung ein bisschen, dass ich da auf Level 15 komme und zwei Perks-Slots freischalten könnte. Aber das wird nicht klappen. Dunkle Wahrnehmung. Wir verbrauchen einfach alles. Bis Level 10 können wir, also müssen wir ja alles auswählen und dann müssen wir dann schon besser schauen, welchen Weg wir einschlagen wollen im Blutnetz. Vorwarnung, das gibt's ja nicht. Zwar auf Stufe 1, aber immerhin. Nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Wir zappen das jetzt einfach hier durch. Stufe 10. Oder habe ich auf Stufe 10? Oder habe ich 2? Nein, 15 war das. Sprint Boost. Oh, jetzt kommen die Sachen eigentlich früher. Ja, jetzt ist fertig. Jetzt habt ihr gesehen, unten ist es schwarz geworden. Also wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir das Perk, das wir wollen, manchmal später kommen dann zwei Perks im Blutnetz, also dass wir das wirklich gut entscheiden. Es wird nur möglich sein, eines zu holen von beiden. Vorwarnung auf Stufe 2. Das gefällt mir. Für mich persönlich ist Vorwarnung echt Gold wert. Ich möchte nicht ohne die spielen. Oder kalter Rückenschauer, da die Miezekatze, das wäre auch was. Mit der geht's auch sehr gut. Bei Vorwarnung habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr dann noch wisst, aus welcher Richtung ihr kommt. Sabotage. Unglaublich. Vorhin noch geklagt. Es kommt da alles schon. Und jetzt geht's schon in die Endrunde noch. Na, 7000 Blutpunkte noch. Nein. Naja, was soll's, scheiße. Aber wir gucken noch kurz an, was sie bekommen hat. Nämlich da die Hosen da. Blutige Sportleggings. Ja, okay. So spektakulär. Aber wir lassen die natürlich jetzt angezogen. Immerhin haben wir jetzt die Vorwarnung auf Stufe 2. Einiges an Opfergaben schon gesammelt. Nehmen wir gleich die Kiste mit, genau. Ja, immerhin, also so zum Starten ist es geht, also ist nicht schlecht. Aber ich denke, jetzt kann das jeder selbst entscheiden, ob er da mehr Blutpunkte farmen will noch. Aber ich denke, so 500.000 so dort rum, ich glaube, mehr geht gar nicht. Ist sicher ein Riesenvorteil. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Infos weitergeben und wir sehen uns das nächste Mal bei Dead by Daylight.